Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Game of Thrones. Ja, diese erste Folge nehme ich jetzt zum zweiten Mal auf. Meine Cam hat mal wieder gedacht, ey, ja, ich lasse starten, aber dann ist nach 2 Sekunden vorbei, ne? Ich hoffe, es klappt jetzt. Also wir starten jetzt nochmal. Also bitte seid nicht überrascht, wenn ich jetzt schon alles kenne. Ja, wir sind auf jeden Fall in Essos, beziehungsweise in Yunkai. Nachdem Daenerys alle befreit hat, alle Sklaven. Wir spielen mit Asher. Das nervt mich gerade extrem. Das nervt mich wirklich extrem. Mit der Cam. Wow. Just me, Beska. Took you long enough. Your ale's getting warm. Or warmer, I should say. Ja. So, was haben wir noch? Der Pinscher. This stuff is weak compared to Northern Ale. You can stop pacing. Ja, they'll be here soon. Das ist quasi ein nicht so schönes is that why? Ale. Or blood. Taste it and find out. Probieren wir doch gleich mal. Zack. Ist Blut. Freunde, die haben mich beim ersten Mal schon richtig schön amüsiert. So, erstmal schön die Axt mitnehmen. Die brauchen wir. Und genau, hier können wir nur angucken. Die Wasserpfeife. Wenn es eine Wasserpfeife ist, ich habe davon keinen Plan. So, gucken wir uns mal den Schaden hier an. Looks like we weren't the first to rough up the place. So, und jetzt gehen wir zu Briska. I know. Woman's sellsword. 4 years fighting by your side and you still can't get over it. Come on, Asher, quit staring. Let's get to drinking. Jawollo, lass uns mal ein bisschen Ale trinken. Goes in yellow, comes out yellow. Waste time even drinking it, if you ask me. Considering we found it in an abandoned tavern, it's not bad. The smell off to you? It's the only thing in Yunkai that doesn't. I know. It's a filthy haven for thieves, murderers, and other deadly bastards. You should feel right at home. Naja. I know I do. Wir sind kein Bastard. You know, I'm not really a bastard. But you're my kind of bastard. It's half the reason we're friends. Na komm. Another round? Lass uns mal richtig hinsetzen. Ich werde auch die gleichen Antworten machen, wie ich es davor schon getan hatte. Weil, ich möchte gerne so die Konsequenzen sehen, wie ich es beim ersten Mal entschieden habe. Have you forgotten about our honored and exalted guest? Go see if he's still breathing. Ah, wer mag sich da wohl verstecken? Ein nackter, etwas korpulenterer Mann. How's he doing? We need him alive to collect his bounty. He looks fine. Fat and scared. Good. Let him stay that way. Ja, die Beine scheinen Kopfgeldjäger zu sein. Ja. 800 gold dragons for capturing him. Lucky we caught him trying to flee Yunkai. Lucky for us. Not so lucky for him. We should find more former slave masters with bounties on their heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. Oh. They say only the poor know how to really spend money. We'll buy the finest wines, the best whores. Sleep in a bed without fleas. Sounds like fun. The best whores when the bad ones are so much more fun. I knew I liked you for a reason. My point is, with enough coin we could do anything. Go anywhere. I could afford passage back to Westeros. Ja, ich möchte auch gerne nach Hause, der gute Escher. I've heard nothing from my family in years. You mean go home? They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Gwyn. A man doesn't choose who he loves. Your family should understand that. Westeros. Ja, Familie ist aber Familie. Who fucking cares? They're still my family. My brothers and sisters. They had nothing to do with it. I suppose that's true. Yeah. Just remember, we have a good thing here. And any moment now, we're gonna be rich.
Let's make a toast. To all of us deadly bastards. Für die Familie. I'm sure I'd agree if I'd ever had one. So. Sing. Und angestoßen. Und diese schöne pisswarme gelbe Ale trinken. Beskar, I thought freed slaves put the bounty on Bezaak. They did. With his own gold. So why are the fucking Lost Legion here? Is that Tazal from the Volantis job? Yeah. Maybe he's forgotten about that. You! I told you if I saw you again. Tazal! Isn't it funny how life brings old friends together? Now cut your fucking throats! It's good to see you too, Tazal. Where is he? Where's who? Ja, wer ist wo? So, hä? Here, 400 dragons. They must be working for the Wise Masters. And that's all you're getting. Mm. Fuck you! He's worth twice that. Look at the balls on this one. Ja, ein großer Eier, ja? Und er hat sich verraten. Give us 800 and you can have him. Don't be an asshole now. We're all sellswords here. We are nothing like you. The Lost Legion are the blood of all Valyria. Mag sein. Done taking orders from whimpering pigs. Bloody hell. Erste Tote. And we're done with you too. You just made a huge mistake, Tazal. Yeah. You two are going to be useful to me for once. Not bloody likely. Ich würde auch gerade Kopf schütteln. The Wise Masters will hear how Asher Forrester kidnapped the venerable Bezaak. How he wouldn't take less than 800 gold dragons. So he killed Bezaak instead. Me? Luckily, we were there to deliver swift justice. So you steal the money and we get the blame. Ponteos in ass! Nein! Eure Körper verfüttern wir den Hunden. Na. So, und weg! Bam! In your face, Mann! Und zack! So macht das doch Spaß! Und schönes Auge! Was willst du? Was willst du? Red bitte die gemeine Sprache. Ja, valyrischer Stahl, würde ich mal meinen. Und runter. Den habe ich genommen gehabt. Ja. Und. Bam. Sehr geil. Zack! Ah, Bandsmishing! Oh, diesmal ist es B. Ich glaube, beim letzten Mal war es Y. Das glaube ich nicht. Ah, schnell das Schwert. Ja, das ist immer noch so recht eklig, ey. Ich glaube. Ja. You know what this reminds me of? That brothel in Norvus. Puh. Ah, die verstümmelte Hand, das ist doch so. Ah. Ah, dieses Geräusch, wenn irgendwas bricht. Ah. Ja, das soll. Kill them both. So, das habe ich auch nicht. Das hatte nicht geklappt gehabt. Ah, das ist auch so übel. Und Markern. All the gods are fire and fuck. Who the fuck is he? My uncle. Tazal. Ich frage mich, wie kann der abhauen, wenn wir den noch seinen Knie durchbrochen haben?
So, die nehmen wir mit. Ist ja wohl klar. Ein bisschen Belohnung, ne? Ja. Malcolm. Die läuft natürlich hinterher. Hey! Wer hätte es gedacht? Natürlich ist er nichts drin. Malcolm, stop! Asher. I'm glad I found you, my boy. It's been far too long. What are you doing here? Your brother Ethan sent me. I'm here to bring you home. Nach Hause. Yes! Dude, jetzt kommt das schöne Intro von Game of Thrones. Oh. Pfeift nur so rum, ey. Keine Ahnung, hier pfeift irgendwer. Ist mir gerade relativ egal. Ja, wie gesagt, ich kenne die Folge, die Episode. Vielleicht denke ich mal, dann ein bisschen früher zu cutten. Beim letzten Mal habe ich ein bisschen spät gecuttet gehabt. Aber ich finde das Intro einfach so geil gemacht. Das Original geht ja, glaube ich, 2 Minuten. Das Original-Intro von der Serie. Das geht jetzt nicht ganz so lange. Und das ist auch mal was Neues, weil das sieht man ja, glaube ich, nicht eigentlich. Ich glaube, Iron Rest ist, glaube ich, nämlich nicht dabei. Bin mir jetzt auch nicht so sicher, habe es lange nicht geguckt. Von daher geht's jetzt auf jeden Fall los. Ich finde das so geil gemacht, dass sie es einfach gemacht haben. Finde ich herrlich. Herrlich, echt. Ich mag das. So, Episode 2, The Lost Lords. Ja, wer könnte damit gemeint sein? Vielleicht, wahrscheinlich Asher, also eventuell Asher. Wäre eine Möglichkeit. Da pfeift jemand und wir treffen jetzt jemanden, den ich nicht gedacht hätte, dass wir den nochmal treffen. Und zwar Roderick. Roderick lebt. Er könnte nämlich auch einer davon sein, von den verlorenen Lords. Also ich finde das... Ich meine, Roderick soll ja einer der besten Kämpfer gewesen sein. Was er wohl tun wird. Die anderen sind alle tot. Ja, was er wohl tun wird, wenn er hört, dass Ethan ermordet wurde. Und somit ist er jetzt der rechtmäßige Thronfolger, sage ich jetzt mal, von seinem Haus. Also, der Lord Forrest, also der Lord vom Haus Forrester. Das könnte wirklich unser Vater sein. Sei jetzt stark danach aus. Ja, er ist es. Definitiv ist es der Vater. That's far enough. I come from the twins bearing the dead of House Forrester. Lordly types from the looks of them. No. Right, we'll take them. Well, they're not free, are they? How much are you paying for them? Sir Roiland. You again. Ja, wir sind ein Iron-Rest und der will einfach mal Geld für Leichen haben. Das ist... Finde ich schon ziemlich krass, dass er Geld für Leichen haben möchte. Ja. Will er einfach mal in den Fluss versenken? So, und jetzt Button Smashing. Und X. What is it, sir? This one's still alive. Yeah. You there? Who are you? It's Roderick. Ich bin's, Roderick. It's me. Roderick. Roderick? Roderick? Oh, the gods, it is you. Sir? Fetch the maester, hurry! No. Fetch the maester. Roderick. Puh. Natürlich werden wir ohnmächtig, ja. Es ist. Keine Ahnung, was wir für einen Blutverlust erlebt haben. Also, beziehungsweise. Ja, ihr wisst schon. wie viel Blut wir verloren haben müssen.
Muss schon eingesehen, das ist echt, ich will nicht wissen, was der da macht, auch wenn ich es weiß, was er macht, aber ihr wisst es vielleicht noch nicht, was er macht. Auf jeden Fall schnippet euer Jänschen rum. Boah, das Geräusch. My lord, you should not be awake. The milk of the poppy. Drink. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es dieses Mohnblumen- oder Mohnblütensaft ist, oder wie es heißt. Was sie auch in der Serie immer kriegen, bestimmt auch in den Büchern. I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want to see my son. Ja, erstmal muss er fertig machen. Erstmal muss er mit uns fertig werden. Sir, my lady, I must insist that you leave. No. Roderick, what have they done to you? These wounds would have killed any other man. As it is, he may never walk again. Ja, er wird niemals mehr laufen. Roderick? What's wrong with him? He drank the milk of the poppy. Genau. Please don't leave me. Not yet. Keine Sorge, Mutti, wir werden uns bestimmt nochmal treffen. Hört sich auf jeden Fall sehr schön an, finde ich. Und gleich sehen wir es auch, von wem es kommt. Ja, Beine sind auf jeden Fall nochmal dran, das ist schon mal gut. Aber laufen können wir trotzdem wohl nie wieder. Mit dem einen Bein, was verbunden ist. So, erstmal den Arm angucken. Der ist durch, aber wir können wenigstens etwas bewegen. So, was haben wir jetzt noch? Gebrochenes Bein nur, zum Glück. Am ersten Mal, ich dachte, die sind ab, die Beine. So. Ja, Talia. Was ist genau? Good morning, Talia. Good to see you again. Roderick, thank the gods. Brother, I thought I lost you. I'm sorry. Schon. I didn't mean to hurt you. Kein Problem, das wissen wir. How bad is it? Soweit ganz gut. Also. Mr. Tengren says your leg may never fully heal. Ja. And your face. Was ist damit? Sieht nicht gut aus? Oh, you tell me I don't look good. I wouldn't dare. Roderick, something you need to know. Ja. Ethan is dead. Ethan. Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Ethan offered to go in my place. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan. We'll make Ramsay pay for what he did. I promise. Genau. Good. So. Und da ich ja, wie gesagt, diesmal früher cutten wollte. Ich weiß nicht, irgendwie ging das diesmal jetzt ein bisschen schneller. Weiß auch nicht warum. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, jetzt ist die Cam da. Wenn nicht, dann bleibt sie jetzt halt wieder weg im vierten Part. War es ja auch so. Ja, ich hab's nicht verstanden. 1, 2, 3 ging alles richtig flocker lockig. Vielleicht ist es so, dass die Cam sich vielleicht erstmal eine Aufwärmrunde braucht oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, entweder ist sie jetzt da oder nicht. Ich hoffe, sie ist da. Ich bedanke mich noch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid in der nächsten Folge von Game of Thrones wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut!